Wir bewegen Koblenz. Koblenzer Verkehrsbetriebe, Ihr zuverlässiger Partner für moderne Mobilität in Koblenz. Damit auch im Hochsommer eine Fahrt in Koblenzer Linienbussen wohltemperiert ist, wurde jetzt ein Großteil der Koweb-Flotte mit leistungsstarken Klimaanlagen ausgestattet. Die Koblenzer Verkehrsbetriebe haben in den letzten 3 Monaten 53 ihrer Bestandsbusse mit Klimaanlagen nachgerüstet. Bereits im Jahre 2016 hatten wir 6 Fahrzeuge mit Klimaanlagen ausgerüstet. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ja noch weitere 34 Fahrzeuge erhalten. Und auch diese werden mit einer Klimaanlage ausgestattet sein. Wie funktioniert das Ganze? Die neuen Klimaanlagen springen an bei einer Außentemperatur von 17 Grad und bei einer Temperatur im Fahrgastinnenraum von 22 Grad. Die Anlagen werden elektrisch betrieben. Es sind mehrere Anlagen auf dem Dach verbaut. Sie sehen die typische graue Haube auf dem Dach bei den Bussen mit Klimaanlagen. Und im Fahrgastinnenraum sehen Sie entsprechende Lüftungsöffnungen an der Decke des Busses. Wir haben natürlich im Stadtlinienverkehr sehr kurze Haltestellenabstände. Das heißt, der Bus hält, Tür geht auf, Fahrgäste steigen ein und aus. Anschließend fährt der Bus weiter, aber eben nur wenige Meter, kommt die nächste Haltestelle. Dadurch haben wir einen hohen Luftaustausch. Also eine Klimaanlage, wie Sie die im Auto kennen, Sie können 18 Grad einstellen, das ist im Bus einfach nicht machbar. Wie wirkt sich der Energiebedarf der Klimaanlagen aus? Natürlich erhöht sich der Kraftstoffverbrauch beim Bus, egal ob er mit Gas oder mit Diesel angetrieben wird. Gleiches Problem auch bei Elektrobussen. Man spricht so von 1,5 Litern auf 100 Kilometern an Mehrverbrauch, damit auch mehr Kosten. Sie haben natürlich auch eine kräftige zusätzliche Lichtmaschine im Motorraum, um überhaupt den Strom für die elektrische Klimaanlage bereitstellen zu können. In der Summe führt aber die Verbesserung des Komforts zu mehr Fahrgästen, damit auch weniger Individualverkehr, also Autoverkehr. Und damit ist dann unter Klimagesichtspunkten die Gesamtbilanz dennoch positiv. Wie hoch ist die notwendige Investition? Also wir werden in der Summe am Ende über alle Fahrzeuge, die Nachrüstung der Bestandsfahrzeuge, die Ausstattung der neuen Fahrzeuge mit einer Klimaanlage Größenordnung 1 Million Euro investiert haben. Und der jährliche Aufwand, Abschreibung, Wartung, der Mehrenergieverbrauch, alles zusammen deutlich über 200.000 Euro pro Jahr an Mehrkosten. Wir hoffen, dass das durch mehr Fahrgäste dann auch amortisiert wird. Ältere Fahrzeuge, die im Dezember außer Dienst gestellt werden, wurden nicht mehr nachgerüstet. Folglich fahren wir aktuell noch in einem Mischbetrieb. Die Mehrzahl der Fahrzeuge hat eine Klimaanlage, die älteren eben noch nicht. In diesem Jahr stehen die Chancen sehr gut für unsere Fahrgäste, dass sie in einem klimatisierten Bus der Koweb fahren. Mehr als die Hälfte der Busse verfügt über eine Klimaanlage. Die heißen Tage können kommen.